dass das Handwerk tatsächlich erlebbar ist. Also dass es nicht nur eine reine Präsentation ist, sondern dass man wirklich etwas erleben kann und ausprobieren kann. Die große Handwerkermesse auch in diesem Jahr wieder erstmal rundum. Steht alles? Alles zufrieden? Ja, wir sind in den letzten Vorbereitungszügen, wie man so sagen kann. Es gibt noch ein paar Aussteller, die, sag ich mal, sich noch vorbereiten auf ihren Stand. Alle anderen sind schon routiniert und wir von unserer Seite können sagen, ja, die Vorbereitungen sind so, wie wir sie uns vorstellen. Werfen wir mal so einen großen Blick darauf, was wir alles wirklich als Besucher auch erwarten können. Was gibt es denn da alles? Es gibt Handwerksmeister, Handwerksbetriebe, die sich auf über 9000 Quadratmeter Fläche in diesem Jahr präsentieren. Und wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl an Ausstellern neu dabei ist. Wir auch beispielsweise Gewerke wie einen Buchbinder gewinnen konnten, sich erstmalig auf der Messe zu präsentieren. Wir haben also 2 Tage lang unterschiedlichste Handwerksbetriebe, die zum einen ihr Handwerk vorstellen, die zum anderen aber natürlich auch direkt ins Gespräch kommen möchten mit den Besuchern. Wir haben verschiedene Prüfungen, die die Kreishandwerkerschaft in diesem Jahr wieder absolviert. Sei es die Wurstprüfung, die Tortenprüfung, all das, was natürlich auch sehr beliebt ist bei den Gästen. Wir haben ein sehr umfangreiches Vortragsprogramm und wir haben natürlich auch für die Kinder ein Angebot. Ja, da wollte ich nochmal gerade nachfragen, also das ist nicht wirklich nur Hämmern und Schrauben, da ist wirklich auch rundum so ein bisschen kreativ und so weiter. Auch die Kinder können noch ein bisschen was erleben. Ja, ja, auf jeden Fall. Also viele Handwerksbetriebe haben sich speziell auch etwas einfallen lassen für die Kinder, die dann also da auch mal in kleiner Form natürlich das Handwerk ausprobieren können. Und ich glaube, das macht diese Messe auch aus, dass das Handwerk tatsächlich erlebbar ist. Also dass es nicht nur eine reine Präsentation ist, sondern dass man wirklich etwas erleben kann und ausprobieren kann. Ich fand die Frage von sehr passend. Man hört ja immer, Handwerksbetriebe alle voll ausgelastet, aber trotzdem kann man noch wirklich Hunderte förmlich gewinnen, bei einer Messe dann ein ganzes Wochenende mit anzutreten, ja? Ja, ich glaube, das macht diese Messe in der Tat auch aus. Also wir haben auch in diesem Jahr viele Handwerksbetriebe, die ja mehr als 10 Jahre, teilweise sogar mehr als 20 Jahre dabei sind. Zum einen ist es der Stolz der Handwerker, dass sie sich also einer breiten Öffentlichkeit präsentieren können und das natürlich anders, in einer anderen Form als, ja, ich sag mal, das Alltagsgeschäft es hergibt, dass sie das Handwerk erlebbar machen. Zum Zweiten sind sich auch die Handwerksbetriebe da dessen bewusst, dass sie zwar jetzt volle Auftragsbücher haben, aber dass sicherlich auch mal wieder andere Zeiten kommen. Das ist das, was wir im Gespräch mit den Unternehmen erfahren, dass sie sagen, ja, jetzt habe ich in der Tat sehr, sehr viel zu tun, aber wer weiß, wie es in einem Jahr oder in 2 Jahren ausschaut. Und zum Dritten hat sich eben auch die Handwerksausstellung immer mehr als ein Forum etabliert, wo Unternehmen potenzielle Auszubildende oder eben Mitarbeiter gewinnen. Das hat in den letzten Jahren stark zugenommen, dass auch hier die Gespräche sich rund um das Thema Ausbildung, Weiterbildung oder eben Berufseinstieg drehen. Noch kurz zum Rahmen. Es gibt wieder auf jeden Fall einen Bus-Shuttle, ne, für die Besucher? Es gibt auf jeden Fall wieder einen Bus-Shuttle. Wir werden am 16. Januar beginnen mit dem Vorverkauf der Eintrittskarten im Cottbus-Service in der Stadthalle. Und wer also im Vorfeld eine Eintrittskarte erwirbt, hat dadurch die Möglichkeit, dann auch mit dem Bus direkt zur Messe zu fahren. Die Öffnungszeiten sind wie in den vergangenen Jahren auch, Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr.